Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overlord. In der letzten Folge waren wir ja im Heiligen Hain, würde ich mal sagen, und da ging ein bisschen was schief. Wir sollten ja eigentlich dran vorbei. Mussten wir hier wieder raus? Genau, wir sind da rechts raus. Au. Das ist unfair, ich habe keine Schergen dabei. Ah. Genau, dann waren wir hier draußen und dann waren... Ihr müsst proben und angreifen, Meister. Lass mich durch. Ihr habt mich lange genug auf die Folter gespannt, Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. Wo ging denn das hin? Ja, du kommst jetzt auch noch mit, na klar. Supi, lass mich in Ruhe. Ich habe die Grünen vergessen mitzunehmen. Die Spuren des Todes sind noch zu spüren. Au. Sie ängstigen uns. Brechende Wunden. Ihr müsst oben und angreifen. Ja, ist doch gut. Ich möchte jetzt gern wissen. Wo das war. Ihr habt mich lange genug auf die Folter gespannt, Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. Na, da noch ein 9. Da noch ein 9. Und den Rest bedienen. Okay, gut. Jetzt müsste ich echt noch wissen, wo das war. Ich hab's vergessen. Denn ich würde uns das Upgrade gerne holen. Scheiße, wo war das? Ihr habt mich lange genug auf die Folter gespannt, Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. War das bei Oberon vorbei? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Dann schaue ich mal schnell. Ich kann ja in meinem Aufnahmeprogramm umswitchen während der Aufnahme. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal schnell, wo es denn war. Wir sind... Ihr habt mich lange genug auf die Folter gespannt, Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. Wir sind aus dem... Wir sind da raus. Ah, okay, alles klar, ich weiß es wieder. Okay, gut. Und natürlich haben wir ein paar verloren, super. Das war ja da hinten bei Oberon, da sind wir ja dran vorbei. Mich lange genug auf die und durchs Wasser gespannt, gegangen. Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. Attacke! Aber natürlich dürfen wir uns erstmal wieder durchkämpfen. Hat man so viele Leute und die sind trotzdem zu dämlich anzugreifen. Da oben. Ja, ist doch gut. Ich bin auf dem Weg dahin. Ihr habt mich lange genug auf die Folter gespannt. Mach ein Blatt. Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. Gib Ruhe jetzt. Lass den Elf nicht wieder einschlafen. Mein Volk und meinen Wald und ich wurde dafür bestraft. Ich tue das nicht noch einmal. Aha. Attacke.
In mein Gehirn. Ich kann nichts dagegen tun. Sie kommen! Sie kommen! Ah! Da sind wieder die komischen Frösche! Attacke! Auf die Frösche! Kommt zurück und dann auf die anderen Frösche da drüben. So. Und dann eigentlich kommen alle drauf. Alle drauf. Die Schatten. Geht! Geht! Lasst mich! Mach das Einhornblatt! Noch das nächste. Wieder ein bisschen Feuer geht es und schneller. Attacke! Ah! Oh nein! Oh nein! Attacke, ich helfe mit. Da ist noch einer. Einfach drauf. Muss mir noch ein bisschen aufspannen für den Dicken da hinten. Ja, gleich einen furzen lassen. Ey. So, das läuft doch ganz gut. Und jetzt noch den. Alle zurück und wieder drauf. Mach ihn platt. Jetzt habe ich gerade der klatscht ihm voll eine drauf. Tschüss. Ihr habt Oberon Grünschleier in einem immerwährenden Schlaf versetzt. Mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Gut gemacht, Meister. Ihr habt einen neuen Schildzauber. Er schläft jetzt den ewigen Schlaf. Die Erde rührt sich unter uns. Der Dunkelwald wird neu geboren. Gebt uns die Statue der Muttergöttin zurück, o Retter der Elfen. Und jeder Baum in diesem Wald wird euch preisen. Genau, und da hinten war es ja. Ups, falscher Knopf. Der Schild funktioniert wie der normale Schild, Lord. Nur dass er nicht auf den Nacht ist. Erlebt eure Gegner, sodass ihr Zeit habt, auf sie einzuschlagen. Mann, weg. Eigentlich möchte ich nicht zurück. Komm, jetzt mach den doch platt, den blöden Frosch. Und die roten packen wir wieder ein. Los, jeder jetzt
Geh doch da jetzt rein, Mann. Geh da rein. Los. Okay. So. Attacke! Es müssen nur genug sein, dann haben die keine Chance. Okay. Da ist noch einer. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding da hinten noch kriegen. Oder ob das weg ist. Aua. Kusch jetzt. Natürlich, ihr kämpft da oben schon weiter. Super. Finde ich gut. Genau, dann ging es hier links rum. Ups. Tut mir leid. Habe ich kaputt gemacht. Sorry. War nicht so beabsichtigt. So, noch zwei Stück rein, dann haben wir ein bisschen Platz. Lasst mich in Ruhe tragen. Die Schönheit des Dunkelwalds ist für immer verloren. Ja, ja, ja. Kann ich jetzt auch nicht helfen. Attacke! Drauf, drauf! Ach ihr Idioten! Ihr sollt schon das machen, was ich sage, nicht ins Feuer rennen. Gib auf, du blöder Käfer. Ein Glück habe ich so viele blaue dabei. Ja, das kommt davon, wenn man sich da hinten einfach um jemanden kümmert und nicht bei mir bleibt. So, kann man mit der Statue irgendwas machen? Liegt eigentlich auch nichts. Da hinten wäre was für Blaue zum Reinstellen. Aber das wollen wir noch nicht. Los, los, wir müssen aufräumen, sonst kann ich da doch euch da nicht durchschicken. Bleibt doch stehen. Na gut, dann kommt alle mal zurück. Ich denke mal, die kleinen Käfer sind unwichtig. Die tun nichts. Gut, und dann holen wir uns 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ein Objekt. Dann haben wir auch ein Lebensupgrade. Ja, es tut mir leid, dass es hier brennt, aber so war das ja nicht gedacht. Und bevor wir dann weitergehen in Richtung Zwergenland, glaube ich, kümmern wir uns erstmal um die anderen Quests, die wir noch haben. Oh. Haben wir Grüne hier irgendwo? So,
sonst komme ich doch da gar nicht durch. Wiederbeleben, wiederbeleben. Boah, doch so viele tot. Ein Glück habe ich echt so viele dabei. Lecco mio. Okay, da gibt's Grüne. So, mach mal aus. Okay, gut. Dann geht durch. Bitte. Eure Gesundheit hat zugenommen. Aue, aue. So, dann liefern wir den Grünen da wieder ab. Die Braunen noch schnell da vorne, die hätte ich auch gleich weglassen können. Hier, alle Mann rein. Und dann sind es ja nur noch blaue. Jetzt ist die Frage, gehen wir erst ins Zwergenland und holen uns da einen Punkt, einen Teleportpunkt. Na, auf den einen ist jetzt auch egal. Weil dann müssen wir vermutlich dadurch. Und das machen wir jetzt einfach mal. Alle! Automatisch gespeichert. Ja, wo sind wir denn? Das sind die Ausläufer der goldenen Berge, der Heimat der Zwerge. Zwerge, Herr, sind so etwas wie wütende Bärte auf Beinen. Wütende, biergetränkte Bärte auf Beinen. Ui, was ist das denn für ein dickes Ding da hinten? Oh, Legumio. Okay, aber da kümmern wir uns noch nicht drum. Erstmal alle wieder loswerden. Und dann gehen wir zurück in den Turm. Da werden ja die ganzen Missionen aufgelistet. Ja, euch zum Gruße! So, was haben wir denn noch? Aufträge für Territorium. Findet die Statue der Muttergöttin. Aha. Erteilt dem Orden der Stille eine Gehöre. Rettet die Blauen vor den Granatengänsen. Wo war denn das? Ziel auswählen. Himmelsspitze, Sumpf vermutlich. Rettet die Blauen vor den Granatengänsen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es muss aber irgendwo im Wasser sein. Also, ja. Plopp. Aufgeploppt. Deswegen, wenn wir Blaue retten müssen, nehmen wir Blaue mit. Und es könnte sein, dass es hier hinten war. Was steht denn da im Wasser? Ach so. Och nö. Damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Scheiß Hab hier. Nein. Succubus meine ich natürlich. Rettet die Blauen vor den Granatengänsen. Ach, das war das nicht in der Höhle? Ich glaube, das war in der Höhle. Ja, das könnte gut sein, dass wir es da vergessen hatten.
würde auch Sinn ergeben. Weil draußen kenne ich eigentlich alles. So. Es könnte ja dann irgendwo hier in den Gegend sein. Da sind keine Granatengänse. Ich glaube, das ist relativ weit vorne, aber ich hätte jetzt auch den anderen Eingang nicht gefunden. Aber okay. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.